keinen Cent mehr für Strom bezahlen. Das wär's. Ein Märchen oder eine Energierevolution. Mitten in unserer Region in Troisdorf-Spich will eine Firma ein Kraftwerk für den Hausgebrauch erfunden haben. Anfangs kostet das natürlich ein kleines Sümmchen, aber danach soll es dann Strom für Umme geben. Wir haben uns gefragt, wie seriös ist das Ganze? Stell dir vor, Strom wäre für dich dauerhaft kostenlos. Denn ab jetzt kannst du einige der nötigsten aller Ressourcen täglich rund um die Uhr selbst produzieren. So wird im Internet für ein sogenanntes Auftriebskraftwerk geworben. Gebaut wurde es hier am Deutschlandsitz der Roche AG in Troisdorf-Spich. Geniale Erfindung oder Abzocke? Um das zu klären, sind wir mit Michael Adolf unterwegs, Diplomphysiker an der renommierten RWTH Aachen. Und so sieht sie aus, die Energierevolution. Das Prinzip erklärte uns Roche-Vorstand Detlef Domen. Hier unten verdrängen wir Wasser aus den Druckkörpern. Dadurch, dass sie jetzt mit Luft gefüllt sind, steigen sie auf. Die Beschleunigungsenergie auf 9,81 Meter pro Sekunde erlauben wir nicht, sondern bremsen das über einen Generator. Und diese Bremsenergie wandeln wir um in elektrischen Strom. Aus Bremsenergie wird Strom. Dieser Prototyp soll mehr Strom liefern als verbrauchen, rund 240 Watt. Unser Experte Michael Adolf ist skeptisch. Was propagiert wird, ist, dass ich weniger Energie reinstecke in ein System und mehr Energie rausnehme. Das ist ein Perpetuum mobile, ob ich es oben zu habe oder nicht, ist unerheblich. Das funktioniert nicht. Ein Physiker, den Energieerhaltungssatz nehmen, ist ein bisschen so, als wenn sie einem Dreijährigen den Weihnachtsmann und den Osterhasen gleichzeitig erschießen. Solche Kritik sind die Macher der Roche AG gewohnt. Das Internet ist voll davon. Ist schon blöd, wenn man im Physikunterricht immer nur Karten gespielt hat. Man glaubt fast an einen monatelangen Spaß mit versteckter Kamera. Ich hoffe, dass dieser Betrug für die Gaia- und Roche-Leute als Abschreckung für eventuelle Nachahmer auch strafrechtliche Konsequenzen haben wird. Die Schuld an dem Shitstorm im Internet gibt Roche vor allem dem Verein Gaia aus Österreich. So wie das bisher abgelaufen ist, muss ich sagen, ist Gaia ein sehr unangenehmer Partner, weil es wird nicht nach außen kommuniziert. Die ganzen Verzögerungen, die im Markt waren oder die stattgefunden haben bezüglich des Prototypen, sind alleine von Gaia geschuldet, weil Zahlungen, die bei uns im September letzten Jahres eingehen sollten, sind erst Mitte März diesen Jahres gekommen. Anhand ihres Prototypen hatte die Roche AG exklusiv für den Verein ein noch größeres Modell entwickelt. Gleiches Prinzip, aber viel mehr Leistung. Das Bestellformular gibt es auf der Internetseite von Gaia. Der Bausatz für zu Hause kostet rund 13.400 Euro plus Mehrwertsteuer, zahlbar im Voraus. Einen Nachweis, dass das Teil wirklich funktioniert, bekommt der Kunde nicht. Im Kaufvertrag heißt es: Ich akzeptiere, dass es sich bei diesem Projekt um ein Vereinsprojekt handelt und um keine zu diesem Zeitpunkt im Handel erhältliche Technologie mit den dafür üblichen Zertifizierungen. Und die Roche AG? Detlef Domen zeigt uns diverse ausländische Gutachten. Die Ausarbeitung ist sehr gut. Nee, die sind schlecht beschriftet, die Maßeinheiten stimmen nicht überein. Das ist weder von der Formulierung noch sonst was wissenschaftlichen Standards entsprechend. Tut mir leid. Michael Adolf vermutet einen technischen Trick. Eine zweite versteckte Stromquelle, hier irgendwo im Batteriekasten, der offiziell nur zum Starten des Systems benötigt wird. Beweisen kann er das aber nicht. Es geht physikalisch sehr wild zu, was die Verwendung von Größen wie Kraft, Energie, Leistung hat. Meine Bedenken sind absolut nicht zerstreut. Ich würde ehrlich gesagt kein Geld für das Produkt ausgeben. Wären Sie denn bereit, das wirklich mal auf komplett neutralem Boden untersuchen zu lassen? Wenn Sie uns vorher eine Milliarde aufs Konto packen, natürlich. Warum eine Milliarde? Ja, weil wir die mindestens damit verdienen wollen. Die Technik sei eben ein Betriebsgeheimnis, meint Roche, das man trotz aller Kritik lieber für sich behalten wolle. Klarheit wird es vermutlich erst geben, wenn die ersten Bausätze tatsächlich ausgeliefert werden. Noch aber hat die Serienproduktion des Kraftwerks nicht begonnen. Ich glaube, 14.000 Euro kann man besser investieren. So.